Der Investor Klaus-Michael Kühne und der HSV sind ja wieder so. Und ja, was ich davon halte, das erfahrt ihr jetzt gleich in dem Video. Und worum es natürlich geht, ja, das kläre ich auch gleich auf. Aber trotzdem nochmal ein kurzer Reminder, wenn ihr ja Fußballfan seid, insbesondere HSV-Fan seid, abonniert doch gerne den Kanal. Ich habe immer noch gesehen, über 90% der Leute schauen meine Inhalte, aber abonnieren mich nicht. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Deswegen abonniert doch gerne, wenn ihr mich supporten wollt. Und jetzt viel Spaß. Kommen wir erstmal zu der News. Und zwar Klaus-Michael Kühne. Ja, pumpt den HSV mal wieder ein bisschen Geld. Und ja, das ist ein wenig viel. Und zwar sind es 30 Millionen Euro. Ja, geil. Oh, das muss ich auch wirklich sagen. Ey, das ist bitter notwendig, um überhaupt mal ein paar Verbesserungen, ja, vorzunehmen, um ein paar Spieler auch halten zu können. Also der HSV braucht wirklich die Millionen von Kühne. Und ich weiß, Kühne und ich haben ein was gemeinsam, und zwar spalten wir regelrecht die HSV-Gesellschaft. Einerseits finden uns welche gut, die anderen finden uns schlecht. Ja, also Kühne, ich hätte ein was sehr gerne. Und zwar nicht nur dein Aussehen, sondern auch deine Millionen auf deinem Konto. Ich glaube, ihr merkt schon, ja, ich bin dem sehr positiv gestimmt. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan und Befürworter von Klaus-Michael Kühne. Klar, man kann sagen, ey, ja, Investorengeld und dies, das, das. Egal, egal, ich will mein HSV wieder da oben sehen. Daher müssen Millionen her, weil Geld schießt nun mal Tore, wenn diese klug investiert sind. Hertha. Deswegen brauchen wir einfach kluge Leute, die dieses Geld eben investieren. Und jetzt nicht falsch verstehen, diese 30 Millionen fallen nicht nur an für eben neue Spieler, sondern sollen auch ins Stadion fließen und in die Digitalisierung. Das heißt, diese 30 Millionen, ja, lass es die Hälfte sein, die für neue Spieler investiert werden kann. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig großer Schritt, denn das macht uns wieder konkurrenzfähig. Damit kann man wirklich mit Schalke und Hertha wirklich mithalten, wenn man diese Kohle wirklich klug investiert und nicht irgendeinen Flop-Transfer macht. Also ich bitte euch, wirklich, also Bolt, jetzt hast du ein bisschen Geld, bitte, Concentration, hol die richtige Kracher, holen Ito zurück und gut ist. Doch warum mögen ihn denn jetzt so viele HSV-Fans nicht, wenn er den Verein doch so gut mit seinen Millionen supportet? Das hat mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist aber, dass er einfach für den Zerfall vom HSV steht. Ja, er steht einfach dafür da, dass der HSV eben damals abgestiegen ist. Hat sehr, sehr viel Unruhe erzeugt, denn er war kein stiller Geldgeber. Er hat schon ganz schön auf den Pott gehauen. Er wollte nämlich immer mehr Macht haben, immer wieder hat er eben Zwist im Vorstand verursacht, wollte seine Spitzenkandidaten zur Wahl haben, und ja, das hat einfach eine riesen Unruhe erzeugt beim HSV. Deswegen kam auch immer wieder Schlagzeilen, der HSV kam nie zur Ruhe, und das überträgt sich natürlich auch ein bisschen auf die Mannschaft, und deswegen konnte die Mannschaft auch nie so gute Erfolge feiern. Deswegen, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist eben solche Leute, die sagen, gib uns einfach das Geld und dann bitte halt die Fresse, weil wer macht denn sowas? Also Kühne will natürlich auch ein bisschen Mitspracherecht, und dass man dem dann das vorwirft, dass der irgendwie den Verein kaputt macht oder sonst was, das verstehe ich einfach nicht, denn ich würde auch gerne wissen, was mit meinen Millionen passiert, wenn ich meinen Verein unterstütze. Außerdem hat er ja auch seine, ja, Spieler immer kritisiert. Also diese Spiele, die er eigentlich auch gekauft hat. Lazoga war ein berühmtes Beispiel von ihm. Er hat ihn als größten Flop, ja, bezeichnet. Und ja, man kann es auch verstehen, weil er war wirklich nicht mehr gut. Aber man muss auch sagen, Kühne hat auch sehr, sehr tief ins Klo, ja, gegriffen. Und zwar hat er Bobby Wood unbedingt halten wollen. Nach einer durchwachsenen Saison hat er auf jeden Fall gesagt, ey, verlängert mit Bobby Wood oder ihr kriegt keine Millionen mehr. HSV hat es gemacht, und also Bobby Wood war ja weiß Gott schlechter als Lazoga. Trotzdem muss ich am Ende sagen, ich bin unglaublich glücklich, dass Klaus-Michael Kühne nochmal, ja, den HSV eine Möglichkeit gibt, nochmal den Verein eben, ja, Geld pumpt. 30 Millionen Euro ist schon ein Batzen Geld. Und Klaus-Michael Kühne, wenn du das siehst, ich bin dein größter Supporter und Fan, gib mir mein VIP-Ticket für ein HSV-Spiel. Und ja, also ich muss einfach sagen, ich bin heilfroh, weil man hat einfach gesehen, der HSV ist eben keine so gute Mannschaft mehr. Ist eine gute Zweitligamannschaft, aber da muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen was investiert werden, gerade in der Verteidigung, damit der HSV wieder oben angreifen kann, so wie jede Saison auch. Und dass es dieses Mal wirklich, wirklich funktioniert. Und ja,
Da trifft es sich ja gut, dass bald ein neues Video von mir kommt mit den neuesten Transfers für den HSV, also welche Transfers ich den HSV anbiete, weil jetzt hat der HSV ja genug Geld zur Verfügung. Das heißt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Millionenspritze von Klaus-Michael Kühne findet und gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat, und erwartet mein neuestes Video, das kommt bald.